Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Follow Me Around. Heute nehme ich euch mit zum Astor-Event nach Frankfurt. Ich hatte die Kamera dabei und habe ein paar wunderschöne Einblicke einfangen können. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Video. Hier bin ich bei der Ankunft im Hotel an der Rezeption und oh mein Gott, ich war total geflasht von dieser wunderbaren Schönheit dieses Hotels, diese Eleganz. Also es war das Jumeirah Hotel in Frankfurt. Ja, wunderschön, wie ihr es sehen könnt. Und jetzt geht's auch schon los zum Event. Herzlich willkommen Astor, hier ist die Heidi und ja, es wird gesucht, die Style Lip Blackwork Queen. Wir wurden empfangen mit wunderschönen, leckeren Muffins und einem ganz, ganz tollen Buffet zur Stärkung quasi. Ja, und um dieses Produkt ging es an dem Tag, um den Style Lip Blackwork, ein wirklich ganz, ganz tolles Produkt. Und hier sind die Mädels, die uns wirklich alles ganz genau erklärt haben, worauf ich mich auch schon super gefreut habe, weil für uns Blogger ist es natürlich total wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein und da habe ich auch schön fleißig aufgepasst. Ja, und jetzt kommt die liebe Tanja mit ins Spiel. Liebe Grüße an dich, eine wirklich ganz bezaubernde Person. Die Tanja und ihr Team haben sich eine Challenge für uns ausgedacht, die sie uns jetzt hier gerade erklärt und wir waren wirklich alle total überrascht und schaut mal, wie lieb sich die Nadine freut, total goldig. Also wir wussten wirklich nicht Bescheid und ja, es war sehr viel Mühe dahinter gesteckt, das hat man schon gemerkt. Es ging einfach darum in der Challenge, dass wir uns ja auf der Zeil ein Oberteil shoppen sollten, das dann passend zu unserem Lip Blackwear eben passt, den wir uns vorher eben aussuchen. Wir durften uns dann noch schminken und wir wurden dann eben an einer Fotowand noch fotografiert, geshootet sozusagen und das war natürlich super aufregend, als wir das erfahren haben. Wir haben uns quasi wie bei Shopping Queen gefühlt, es hat nur noch der Guido gefehlt sozusagen. Und hier kommt jetzt die liebe Tine mit ins Spiel. Hallo Tine! Und hier ist die Fotowand, von der ich euch erzählt habe. Ja, und hier ist der erste Preis. Die Gewinnerin hat ein Krönchen bekommen und einen ganz tollen Koffer mit einem super Inhalt, den zeige ich euch später noch. Und hier habe ich euch ein Bild auf Instagram gepostet von meinem Umschlag, weil ich so fertig war und ihr wart alles so lieb und habt mich ganz toll unterstützt. Wir haben uns dann erst nochmal frisch gemacht, natürlich haben wir einen Schlachtplan ausgearbeitet sozusagen und jetzt gehen wir zum Shoppen. Da bin ich jetzt nochmal, los geht's. Los geht's! Oh Gott, wir müssen shoppen! Au, Hilfe! Wir sind ganz schön rumgerannt, das könnt ihr euch bestimmt vorstellen, so auf Kommando was zu kaufen war gar nicht so einfach, aber wir hatten wirklich viel Spaß. Ja, und die ersten sind dann schon eingetrudelt und wurden dann auch schon geshootet, hier seht ihr es gerade. Wir durften uns dann eben nochmal zurecht machen und schminken und ja, Fotos machen, uns unterhalten und so weiter, das war wirklich ganz witzig. Ja, hier sind die Schminktische, ihr seht schon, ja, wir haben ein wenig gewütet, wie es halt so ist, wenn ganz viele Mädchen auf einem Haufen sind. Wir haben aber wirklich viel Spaß gehabt, wir haben uns gegenseitig Tipps gegeben und geholfen natürlich. Ja, und jetzt wird gerade die liebe Patty geshootet, ihr Kanal heißt Obacht, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Wunderschöne Frau, eine ganz sympathische und ja, ich habe jetzt so ein bisschen Quatsch gemacht. Nicke. Das ist ja meine Kamera! So, jetzt seht ihr mich mal im Ganzen. Ich habe mich für ein schlichtes Lederkleid von Zara entschieden, weil ich einfach den pinkfarbenen Lip Blackwear ja, so mit in Szene setzen wollte. Und jetzt werden schon Bilder von mir gemacht. Oh mein Gott, das war total lustig. Die Fotografin war wirklich total lieb zu mir und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt kommt die liebe Nadine, eine wirklich ganz, ganz bezaubernde Frau. Ja, ich habe sehr viel Spaß mit ihr gehabt. Und hier kommt die liebe Tine, auch eine ganz, ganz liebe. Ich verlinke euch natürlich alle Kanäle unten in der Infobox, da müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Ja, und danach wurde quasi die Gewinnerin verkündet sozusagen. Also wie bei Shopping Queen, der Guido immer so liebe Worte hat und alles nochmal ganz genau analysiert. So haben es die Mädels auch gemacht. Das war wirklich total schön und sie sind so reizend gewesen. Sie haben wirklich für uns alle die passenden Worte sozusagen gefunden und es war ganz, ganz toll. Ja, und am Ende hat dann die Gewinnerin festgestanden. Hier ist sie. Ihr müsst auf jeden Fall auf ihr Blog vorbeischauen. Also eine wirklich ganz, ganz liebe junge Frau, die das ganz toll gemeistert hat. Ja, und hier ist ihr Geschenk. Sie war etwas von den Socken, ja, wie wir alle wahrscheinlich gewesen wären. Wir haben dann geklatscht und wir haben uns natürlich für sie mitgefreut. Und hier seht ihr jetzt nochmal den Inhalt. Oh mein Gott, wir sind alle ja, ganz, ganz fröhlich gewesen und ganz glücklich mit ihr.
Wir haben dann noch ein paar Bilder gemacht, wollten uns dann aber frisch machen, auch im Hotelzimmer, das zeige ich euch gleich. Aber die Niki, die war total lieb, die hat mir noch meine Kamera erklärt und das fand ich echt total reizend von ihr. Und jetzt zeige ich euch aber das Hotelzimmer. So ihr Lieben, ich muss euch jetzt unbedingt das Zimmer zeigen, es ist unglaublich. Ich bin gerade schon drinne gewesen, ich bin fast vom Hocker gefallen und da habe ich mir gedacht, ich möchte es gern mit euch teilen und euch zeigen, wie toll es hier ist. Ich freue mich gerade total und ja, schaut mal, wie süß. Und wie edel dieses Zimmer ist. Oh mein Gott, ich bin fast vom Hocker geflogen gerade. Also der Wahnsinn. Schaut mal, hier ist das Bett, dann ist da die Badewanne in einem. Und es ist so wahnsinnig edel hier. Ich bin gerade fast ohne Worte und das ist ja wohl eher selten. Ja, hier bin ich. Hi. Und ich dachte, ich zeige es euch mal. Vielleicht interessiert es euch. Also hier ist ja, die Toilette. Genau, also sogar mit Telefon. Und hier haben wir dann die Dusche. Schaut mal, wie edel das auch hier aussieht. Also ich bin gerade sowas von, ja, von den Socken sozusagen. Ich bin total baff und habe mir gedacht, ich muss gleich die Kamera rausholen und es euch zeigen. Ja, ich bin hier in der 22. Etage. Der Wahnsinn, schaut mal. Wow, das ist Frankfurt. Ja, wir sind in Hesse. Schaut's euch an, Frankfurt. Oh mein Gott, es ist so schön hier. Es ist wirklich unglaublich. Ja, und das wollte ich euch jetzt auf jeden Fall mal zeigen. Wir machen uns jetzt frisch und dann geht's weiter. Wir haben ja gerade ja, eine Challenge gehabt. Ja, wir sollten ja losrennen. Wir haben ein Budget bekommen und sollten quasi ein Oberteil aussuchen, das wir dann passend zu dem Lippenstift quasi kombinieren. Also wir sollten den in Szene setzen. Ich stelle mich mal dahin, dass ihr mich seht. Ich habe mir so ein Lederkleid ausgesucht. Also ich hatte diese Weste nicht an. Also das ist ein Lederkleid. Hier unten habe ich so ein paar Details. Und ja, hatte halt pinkfarbenen Lippenstift, weil ich mir gedacht habe, ja, pinke Lippen und dann eben ein schlichtes Outfit. Dann habe ich eben noch diese Kette hier und den Hut. Ich bin jetzt ziemlich fertig, wie man wahrscheinlich sehen kann. Also wie gesagt, wir machen uns jetzt frisch und dann gehen wir noch essen und dann nehme ich auf jeden Fall nochmal die Kamera raus. Also ich wollte euch aber jetzt unbedingt dieses wunderschöne Zimmer zeigen. Bis später! So sieht es jetzt hier aus, meine Lieben. Ich habe mich jetzt mal fertig gemacht. Ich habe natürlich nicht alles verwendet, aber ich wollte halt einiges dabei haben, weil ich war mir noch nicht sicher, ja, welches Outfit ich anziehe. Und ja, hier steht meine Tasche bereit. Ich habe jetzt nochmal geduscht und mich soweit fertig gemacht. Es ist ein bisschen dunkel, ihr könnt es, glaube ich, gar nicht so richtig sehen. Ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den Abend und auf die Mädels. Ich hoffe, ja, dass wir jetzt noch ein bisschen Spaß haben. Ich nehme die Kamera mit und ich würde mal sagen, bis gleich. Yeah.
gesagt, yeah, hier seht ihr es besser. Ja, ich habe gut geschlafen, jetzt geht's zum Frühstück und oh, es war so schön. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf die Mädels. Ich zeige euch mal mein Outfit, ich bin ein bisschen fertig, ich habe deshalb meine Brille auf. Und oh mein Gott, bin ich müde. Ja, es wurde dann doch recht spät gestern Abend und ich konnte irgendwie nicht einschlafen. Aber jetzt geht's zum Frühstücken, Mädels, und ich nehme euch mit. Bis gleich. Ja, hier ist mein Frühstück und ich möchte es an dieser Stelle nicht versäumen, mich ganz recht herzlich beim Astor-Team zu bedanken. Ihr habt euch wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Es war alles bis ins kleinste Detail organisiert und ich habe zauberhafte Mädels kennengelernt. Und ja, ihr, meine Lieben, könnt uns bei Facebook auf der Astor-Seite voten quasi für das Bild, das euch am besten gefällt, also der Style, der euch am besten gefällt. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt alles, alles Gute. Bis dann, meine Lieben. Ciao!